möchte Ihnen in diesem Video kurz drei Vorlagen vorstellen, die es neu bei Prezi gibt. Prezi ist ja eine etwas andere Möglichkeit, Informationen, Fakten zu präsentieren, also eine Alternative zu PowerPoint, hat einfach eine ganz andere Systematik. Man zoomt immer so in die Details rein, zoomt wieder raus, um den Überblick zu bekommen, wo man gerade ist, zoomt ins nächste Detail rein. Prezi arbeitet nicht damit, dass man besonders viel Text dann immer wieder schreibt zu den einzelnen Themen, sondern setzt eben auf kurze Texte und ein paar Symbole, die die Aussage unterstreichen. Und die Vorlagen, die es hier wieder mal öffentlich und kopierbar gibt, sind einmal Rückblick auf das Jahr 2016 und dann zwei Vorlagen Jahresplanung 2017. Hier also die Vorlage für den Rückblick 2016. Den Link dazu habe ich im Blogartikel auch eingefügt. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie die Seite aufrufen. Es dauert relativ lang, also eigentlich für Prezi ungewöhnlich lang, bis diese Vorlage geladen ist. Ja, aber dann kann es auch schon losgehen. Also das Jahr. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Präsentation sich an diesen Zahlen 2016 orientiert, also dass das hier so auf diesen Zahlen platziert ist. Ich finde es jetzt vom Hintergrund ein bisschen zu unruhig, aber schauen wir mal. Genau, Errungenschaften. Da kann man also das erste hier mit diesen Lorbeeren, ne? Erste mit Foto. Wunderbar, zweite Errungenschaft, dritte Errungenschaft, was haben wir in 2016 erreicht? Erfolgsstories, genau, kann man auch einfach mal bringen, eine mit einem Zitat, die nächste mit ein paar Bilder unterstrichen, dann wieder eine mit ein paar Zahlen und dann zu verschiedenen Unternehmensstandorten mit der Weltkarte, sehr schön gemacht. Danach gewonnene Erkenntnisse, genau. So, was haben wir daraus gelernt? Wunderbar. Jetzt kommt der Zeitstrahl 2016. Wir beginnen natürlich beim Januar mit ein paar Zahlen. Dann gehen wir schon zum März über. Da finde ich das ein bisschen schwach. Vielleicht war ja auch im Februar noch was oder im April. Bewertung mit Sternchen, wunderbar. Ziele für nächstes Jahr. Also es wurden jetzt einfach nur so drei, vier verschiedene Ereignisse aus dem Jahr 2016 herausgegriffen. Ja, Ziele, erstes Ziel, zoomen wir rein, zweites, drittes Ziel, das ist auch sinnvoll, mehr als drei Ziele sollte man ja auch nicht haben. So, dann vielen Dank, wer hat das präsentiert? Genau. So. Und wieder rauszoomen, dass wir wieder den Überblick bekommen. Das war also das Jahr 2016. Für Planung 2017 gibt es einmal diese Vorlage. Die finde ich ganz schön, weil sie etwas ruhiger vom Hintergrund ist. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Also Agenda. Rückblick nochmal auf das letzte Jahr. Genau, ganz kurz. Wie gesagt, Prezi arbeitet viel mit Symbolen, wenig Text. Mission, kurze Zusammenfassung für das Jahr 2017, sehr wichtig. Strategie, auch nur wenig Text, um die Strategie darzustellen. Ne? So, jetzt Zeitstrahl, was sind die wichtigsten Termine? Wir haben ja alle Monate im Überblick und haben auf dem Zeitstrahl verschiedene Punkte, verschiedene Daten, die dann eingefügt werden können. Jetzt haben die hier beispielhaft so ein paar Sachen reingeführt. Ach, schau mal an, wen wir da so haben. Ne? So, dann gibt es ein paar Termine einfach. Das ist jetzt sehr amerikanisch, aber okay. Also verschiedene Termine, beruflich natürlich nicht den Valentinstag, aber ist ja auch egal.
Nächstes Event, Diagramme zum Quartalsende, denken Sie alle dran, müsste rechtzeitig die Zahlen zusammengefügt werden und so weiter und so fort. Also da kann man ein bisschen was zu sagen und auch in die Details reinzoomen. So, April, Mai passiert nichts, Juni auch nicht viel, so, aber im Juli, da haben wir dann nochmal einen Termin, auf den wir näher eingehen wollen. So, da haben wir das ganze Jahr wieder. Und ja, hier zeigen sie dann eben auch nochmal, dass man so ein paar Sachen in die Präsentation einfügen kann. Ein paar Symbole haben sie hier, die passen könnten. Und was zur Struktur, damit man das anpassen kann nach seinen Bedürfnissen. Da gibt es noch eine weitere Vorlage, Kalender 2017. Der sieht ein bisschen anders aus und zwar eigentlich wunderbar grafisch auch. Ganz ruhiger Hintergrund und alles nur über verschiedene Symbole aufgezeigt, wie so ein Spiel. Ja, hier ist Start, da ist Ziel. Irgendwie auch eine ganz nette Idee. Ja, wir beginnen beim Januar. Genau. Vier Termine, die man, also was ist geplant für den Januar, was sind da die entscheidenden Termine, wieder raus, in den Februar rein. Weitere Termine, in den März, was steht da an in unserem Unternehmen, April, Mai. Ich klicke jetzt relativ schnell, da kann man den Text nicht lesen, dadurch wird einem ein bisschen schwindelig, das ist das Problem bei Prezi-Präsentationen, wenn man zu schnell die einzelnen Punkte abhakt, dann wird den Zuschauer schwindelig, weil man so viel hin und her fährt, ne? Genau, da haben wir den August, auch wieder verschiedene Sachen, September und den Oktober und dann sind wir beim November. Dezember und da sind wir auch schon da. Was ich ein bisschen schade finde, es sind ja ein paar Symbole so dazwischen, die kriegt man dann leider nicht mehr mit, sondern nur am Ende, wenn man nochmal so über alles drüber schaut, aber ansonsten ist das ja ganz nett gemacht. Ja, das ist jetzt alles Prezi. Zu Prezi habe ich auch schon mal in einem Blogbeitrag was gesagt und werde sicherlich in Zukunft auch nochmal ein bisschen was dazu sagen und vorstellen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, ist alles gut und schön, ich hätte es gerne in PowerPoint. Das alles in PowerPoint nachzustellen, ist ein bisschen anspruchsvoller. Also sowas hier zu malen in PowerPoint ist ja kein Problem. Das ist auf einer Folie ganz hervorragend. Aber dieses Reinzoomen und Rauszoomen ist nicht so einfach nachbaubar. Man kann sich mit ein paar Tricks behelfen, aber vielleicht, ja, gibt Ihnen das einfach nur eine Idee, ja? Statt die ganz normalen PowerPoint-Folien, was war letztes Jahr, was planen wir für dieses Jahr, was ist unsere Strategie, einfach mal das so ein bisschen anders zu gestalten, mehr auf solche Piktogramme zu setzen, weniger Text, schneller auf den Punkt, übersichtlicher. Vielleicht haben Sie hier einfach schon ein paar Anregungen bekommen. Ansonsten bereite ich gerade verschiedene Video-Tutorials vor zum Thema PowerPoint, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ja, wenn man eine wirklich tolle PowerPoint-Präsentation erstellen will, kann das sehr viel Zeit kosten. Deswegen, und vielleicht auch, weil sich verschiedene Personen mit PowerPoint noch nicht so gut auskennen, werden dann eher so die Standardfolien gebaut, wo ihnen aber leider, wenn man ein paar Dinge nicht beachtet, das Publikum irgendwann einschläft. Ja, und das sieht man ja auch hier, wenn man sagt, so was war der Rückblick auf 2016, was sind die Aussichten auf 2017. Wenn das normalerweise in einer PowerPoint-Präsentation präsentiert wird, da kommt man locker mit 50 Seiten mal so weg. Das dauert mindestens eine Stunde und Zahlen, Zahlen, Zahlen und Text ohne Ende. Haut keinem mehr so richtig vom Hocker. Deswegen habe ich mir gedacht, es gibt viele tolle Sachen in PowerPoint. Man muss einfach so ein paar Ideen mal bekommen, ein paar Tricks kennen, damit man weiß, wie das funktioniert. Auch einfach
mal die Inhalte in einem modernen Look, einfach mal ein anderes Design zu wählen. Wie geht das? Das zeige ich Ihnen dort in diesen Tutorials. Und auch immer das Thema Animation, wie kann man etwas wirklich sinnvoll und schön animieren, auch Diagramme, wie kann man die mal ein bisschen ansprechender gestalten, wie kann man in Tabellen den Fokus setzen, also Tabellen, da neigen wir ja immer wieder dazu, ganz viele Inhalte reinzubringen, und dann wird es schwierig, da auch das Publikum darauf zu bringen, wirklich sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Tabellen lassen sich leider so von Haus aus gar nicht animieren in PowerPoint, da braucht man ein paar Tricks, um das hinzubekommen. Das zeige ich Ihnen alles. Ich hoffe ab März. Ich bin wie wild dabei, gerade diese ganzen Videos aufzunehmen, und ich hoffe, ab März bin ich dann soweit, dass ich das dann auch wirklich präsentieren kann und Sie an diesen Tutorials teilnehmen können. Vielleicht haben Ihnen diese Vorlagen schon mal ein paar Ideen gebracht. Wie gesagt, die Links dazu sind im Blogbeitrag eingefügt. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.